Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes. Und willkommen zurück zum 1943 DLC von Panzer Corps 2. Wir haben beim letzten Mal erfolgreich mit den Nebenmissionen Prochorowka abgeschlossen. Und jetzt sind wir am 16. Juli 1943 in der nächsten Mission, Operation Roland. How can one stand so close to the summit and suddenly turn around? Herr Field Marshal? Apologize, I did not mean to muse aloud. My meetings with high command are over, and so to it seems it is this ill-fated venture. Okay, I have been informed that the Allies have invaded Sicily, and Italian resistance is already collapsing. As a result, forces must be stripped from the Eastern Front to deal with this new development. Army Group South did manage to fight for one final concession, however. Before it retires from Kursk, we have been given one last opportunity to engage and destroy the enemy's armed reserves. Okay, also bevor wir uns zurückziehen, dürfen wir nochmal kämpfen. Primary objective, capture all Rictory Hexes. Before we are stripped of too much strength, I need you to wheel your forces around towards the Osco River here. We need to destroy as much of the enemy reserve armors as possible, lest we be forced to deal with them on their own terms in the coming weeks and months. Now, if you will excuse me, there are other contingencies? Wow, was für ein Wort. Plans I must begin to prepare in light of these new developments. Oberst Wagner salutes Erich von Manstein and waits for him to leave the room before turning to address you. Mein General, I understand the Field Marshal's dejection. For us to fight so hard only to suddenly be forced to give up all we have accomplished, it dishonors the memory of our fallen comrades and the sacrifice they have made. As you are aware, the supply for our forces is severely depleted, limiting our deployment and probably forcing us to focus on Manstein's new scaled back objectives. But if our past victories have given us the strength to continue, I believe now is the most critical hour to press onward. Alternative Geschichte, oder Alternate History Objective, capture all secondary hexes. Instead of turning southeast, we could attempt to continue to advance north. I still believe we were right to distance ourselves from the endless sea of Soviet defense lines by deterring east around Oboyan. Oboyan waren wir schon mal. Also I still believe we are right to distance ourselves from the endless sea of Soviet defense lines by deterring east around Oboyan. And if we continue advancing north around Kursk, das ist hier. There is still a chance we will finally plunge our forces deep into the heart of the enemy's strategic depth. Wherever you decide to lead your forces, we will follow to victory for Germany. Okay. Also wir haben jetzt zwei komplett unterschiedliche Richtungen, in die wir gehen können. Mal gucken, ob wir das mit den Forces machen können. Oh, wir sind sehr eingeschränkt, nur noch 85 Punkte. Eingeschränkte Aufstellung, ja, das wissen wir. Und wir bekommen Christian Hofmann, ignoriert Verschanzung, als Held. Das ist natürlich geil, das ist für Pioniere richtig cool. So, was haben wir denn? Nehmen Sie die Siegfelder ein, das ist das Hauptziel, das sind die vier hier unten. Und Capture All Secondary Hexes. Die müssen wir natürlich einnehmen, bevor wir die Hauptziele einnehmen. Das sind ganz schön viele, ne? Also, das sind 11 Stück, ja. Also, so, und wo ist Oboyan? Was wir ostwärts. Sagt er nicht. Okay.
Okay, das sind Fracks. Brennende Fracks. Gut, wir müssen uns natürlich jetzt deutlich einschränken. Wir gucken mal kurz auf das. Ja, das ist immer noch Panzergelände. Das ist eindeutig Panzergelände. Wir sehen hier auch erstmal keine so krassen Verteidigungsstellungen mehr. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob es hier für die Panzer irgendwas zum Aufwerten gibt. Aber ich glaube nicht. Nee. Das war jetzt auch nicht zu erwarten. Bei der Infanterie gucken wir mal kurz rein. Auch da gibt es jetzt nichts Neues. Grenadiere vielleicht noch. Nee, das ist alles das gleiche. Gut. Scouts. Auch da haben wir nichts Neues. Artillerien dürfte jetzt auch nichts Neues dazukommen. Hinten 30 cm Nebelwerfer, die sind krass. Aber so stark sind die gar nicht. Die sind halt nur in der Unterdrückung deutlich besser, würde ich mal sagen, oder? Was haben die für einen Initiativwert hier? Ach, guck mal, gar nicht. Sehr komisch. Ja, die sind halt deutlich günstiger als die Hummel, ne? Flachs. Auch da haben wir nichts Neues. Also ist geil, wenn natürlich eine 8-8er auf einem Fahrzeug, aber das sind halt irgendwie nur 37er oder was? Oder 20 mm? Okay, Flugzeuge. Nope. Bomber. Auch nicht. Okay, wobei, bei den News. Ne, 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 ne. Gut. Jetzt müssen wir uns natürlich deutlich einschränken. So, das heißt, der Bomber fliegt wieder raus. Jetzt müssen wir mal hier mal gucken. Ein Jäger fliegt raus, dann nehmen wir natürlich die 109, das andere sind alles 190er. Ja. Zack. Wir nehmen eine Flak weniger mit. Artillerien sind eigentlich immer so viel wert. Ich würde sie eigentlich gerne alle mitnehmen. So, Panzer. Wir nehmen den einen Panther raus erstmal. Aber wir sehen schon, das wird nicht reichen. Wir nehmen einen der Scouts raus. Tja, das ist jetzt echt tricky, was wir jetzt hier opfern. Das sind alles Pioniere. So, hier der eine Pionier. Der bekommt den Helden. Okay. So, wir nehmen ansonsten noch die hier raus. Die frischen wir schon mal auf. Die frischen wir schon mal auf. 129 von 85. Ja, gut, dann muss halt noch ein Panther dran glauben, der hier. Hä? Warum ist es jetzt. Ach! Sekunde. Ich weiß warum. Weil der natürlich, der belegt keine Einheitenfelder. Das heißt, wir müssen tatsächlich den schlechteren Panther hier drinne behalten. Das ist natürlich jetzt echt bitter. Aber ja, so funktioniert es halt. Wollen wir eine Arti rauslassen? Und vielleicht auch. Ein Jäger weniger. Hundertzwölf von 85. Guck mal, wir nehmen noch die Grenadiere raus. 108. So, der Panther hat wie gesagt. Wir könnten. Ah, die Tiger sind alle voll mit Helden. Das ist das Problem dabei. So, ein Tiger raus. 101.
Mal gucken. Eine Uhr. 97. Vielleicht doch noch ein. So, wo war der jetzt in dem Verschanzungs... Hier, das war das, ne? Ignoriert Verschanzung. Was hat der hier gefürchtet? Und der hat... So, 92 von 85. Wir brauchen noch 7 Punkte. Vielleicht nehmen wir doch nur eine Flak mit. Dann sind wir bei 89. Oh Gott. Wollen wir das wirklich nur mit 3 Artillerien spielen? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Oder wir spielen es halt nur mit 2 Jägern. Das ist natürlich auch eine Variante. Der Jäger ist am Anfang besser, weil der hier die gründliche Vorbereitung bekommt. Der hat den besseren Initiative-Bonus. Ich weiß aber nicht, ob sich das langfristig was bringt oder ob man dann doch lieber den mit der mehr größeren Erfahrung mitnimmt. So, 84. Das ist nicht cool. 2 Jäger nur. Wie viele Runden haben wir denn Zeit? Steht nicht da. Unbegrenzt. Tja, okay, dann stellen wir uns mal auf. Ein Scout hier unten. Der andere Scout dort. Okay. Frage ist ja, wohin wir uns als erstes richten, ne? Und wo uns der Gegner vor allen Dingen nerven wird. So, der dahin, dahin. Haben wir schon alles jetzt, oder was? Okay. Ja gut, dann speichern wir. Und dann geht's los, oder? Hier stehen... Okay, das ist ja relativ billo. Kommt der Mörser da schon bis hin, tatsächlich? So, den zwingen wir zum Rückzug. Oh shit. Aber an den Panzerjäger kommen wir nicht mehr ran. So. Die Ziele sind da oben. Die Frage ist ja eigentlich, wie viel kommt da noch von ihm, ne? Ach Quatsch, den Panther wollte ich da gar nicht hinhaben. Ich wollte die Hummel da eigentlich hinhaben. Guck mal, die kann nämlich auch noch schießen. So, jetzt haben wir hier aber auch noch eine Uhr.
Und die decken wir jetzt. Mit dem letzten Jäger, den wir noch haben. Die beiden. So, und hier haben wir noch Infanterie. Wir bewegen wir mal nach Norden. Mal gucken, wie geil oder nicht geil das jetzt ist. Wir müssen erstmal ein bisschen einen Überblick bekommen, was jetzt so passiert hier. Wir haben auf jeden Fall wieder kein Rundenlimit. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Ich meine, solange wir kein Rundenlimit haben, können wir natürlich eins machen. Wir nehmen hier alles ein, bis auf das letzte Hauptziel und schwenken dann Richtung Norden. Ne? Das ist natürlich... das ist sehr, sehr praktisch, würde ich mal meinen. So. Er scheint hier im Moment auch noch keine Flugzeuge zu haben. Und solange er uns da nicht auf den Keks geht... Hier muss der Scout ran. Minus 1, minus 7, minus 2, minus 13. Na toll. So war das jetzt irgendwie nicht geplant, aber egal. Ich wollte eigentlich, wartet mal, ich wollte eigentlich so, so und dann so. Okay. Okay. Das ist ja schon ein bisschen wie Tontauben schießen gerade, ne? Irgendwie ist... Hier ist ein Haken an der ganzen Sache. Irgendwas stinkt hier. Irgendwas stinkt hier gerade zum Himmel. Ich habe das Gefühl, wir werden hier gleich noch richtige Schwierigkeiten kriegen. So, der Tiger kann sich leider nicht mehr weiter bewegen. Ich bewege den Mörser schon mal nach Norden, dass er da gegebenenfalls supporten kann. Der geht mal dahin, die Hummel geht mal dahin. Flugzeuge scheint er ja nicht zu haben. Wir setzen natürlich trotzdem hier mal unseren Jäger hin. Und decken die zwei U's. So, was ist das hier? Das ist doch eine Su-76, ne? Das ist doch eine Panzer... Ist das nicht hier mit der Panzer-3-Wanne? Oder verwechsel ich das? Naja, ist auch egal. Gut, nächste Runde. Spannende Frage ist ja auch, ob er immer wieder neu spawnt. Aua. Naja, jetzt wird er im Norden aktiv. Das ist alles Artillerie. So, jetzt brauche ich meine Jäger.
Beide. Was ist das? Eine Jack. Huch. Okay, die geht raus. Jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir das Spielchen hier weiterspielen. Der frischt sich erstmal auf. Hier ist die Pack dahinter. Die Infanteristen. So, sehr schön. Ne, nicht weiterfahren, nicht weiterfahren, nicht weiterfahren. So, jetzt müssen wir uns hier der... Oh, halt, das war ein Fehler. Erstmal die... Okay. Wow, der macht ja so gut wie gar keinen Schaden. Gut, wir müssen wie gesagt aufpassen, dass wir jetzt nicht die Hauptziele direkt einnehmen. Ich glaube, wir kommen hier auch ganz gut ohne aus. So, wir stellen uns mal da auf und da hinten auf. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass er uns jetzt hier nicht flankiert. So, wir haben noch eine U übrig. Die können wir hier drauf setzen. Drauf. Okay. Und ich glaube, damit sind wir schon wieder durch, ne? Wir müssen uns, wie gesagt, nicht stressen. Wir haben kein Rundenlimit. Wir setzen die mal dahin. Und da wir ja eh nur eingeschränkte Einheiten haben, müssen wir halt hier eh Schritt für Schritt vorgehen. So, Rundenwechsel. Okay, ja, Artillerie ist harmlos. Eieiei, das tut weh. Ja, da haben wir den Tiger. Auf das erhöhte Geländefeld ist natürlich ja, als Tiger nicht so gut. Weil dann geht es gegen den Nahkampfwert. Das heißt, wir müssen den jetzt erstmal auffrischen. Das war auch unser guter Tiger. So, da oben kam er wieder mit einem Jäger. Wenn es immer nur ein Jäger ist, kann ich das verkraften. Oder warte mal kurz. Ich stell dich mal bitte da auf. Ach nee, das war schon richtig. Entschuldigung, mein Fehler. Stell dich bitte da auf. Und du stellst dich bitte hier auf den Panther. So, jetzt ist... Wer ist jetzt der Bessere? Er hier. Die Prognose ist aber bei beiden die gleiche. Okay, perfekt. Gut, dann eine der W sitzt hier drauf. Die andere frischen wir direkt mal auf. Der Panther wird aufgefrischt. Und die dritte U, die setzen wir hier runter. Geil. Wobei das jetzt... war das jetzt eine gute Idee?
Immerhin ist da ein KV1. Und wir haben die natürlich hier weiterhin ignoriert. Warte mal, wir gehen mal dahin. So, die könnten jetzt auf die Arti drauf. Das ist natürlich nicht geil. So, ja, das ist besser. Sekunde. LOL. Ja, okay. So. Die stellen wir dahinter, damit sie wenigstens dem Tiger Abwehrfeuer gibt. Höchstwahrscheinlich werden sie sich aber jetzt auf den konzentrieren. Okay, hier oben ist immer noch... Ja, okay. Wir müssen das hier nicht provozieren. Solange er da uns in Ruhe lässt, finde ich das auch in Ordnung. Wenn wir erstmal hier quasi den Fokus drauflegen, dann ist das für mich auf jeden Fall okay. Aber ich würde sagen, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge für heute, wenn ich so auf die Zeit gucke. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Wie immer dann zum Start der nächsten Folge einen Rundenwechsel. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt sind das GameOnFan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.